Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Schanden und wir spielen heute Red Matter 2 weiter auf der Meta-Quest. Und ja, wir befinden uns jetzt auf Triton bzw. auf Striker N1 oder Striker N1 und folgen jetzt der Emina, wo wir herausgefunden haben, dass die eventuell noch lebt. Gut. Wir gucken, was schön. Cosmo vs. Striker N1 Anlage. Okay, wir müssen mit dem Schienennetz fahren, weil wir anders nicht dahin kommen. Jetzt ist nur die Frage, wie wir da. Das sieht doch so aus wie da. Also, damit irgendwas auf und das sieht genauso aus, ob es dahin soll, weil das das auch macht. Okay, machen wir mal. Guck mal. Ah, okay. Ach, guck mal, die kann man irgendwie. Das ist wie viel Strom da gekommen, ne? Okay, richtig voll. Hier, der braucht auch irgendwie. Müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie drehen. Die Richtung. Ja. Nein, nein, nein. Okay. Oh, das war nicht so clever. Aber. Sieht auch noch voll Level aus. Okay, brauchen wir noch mehr davon wahrscheinlich, ne? Da sitzt auch noch so ein Gerät. Guck, da oben ist auch einer drauf. Gucken wir, ob wir die finden. Die liegen bestimmt hier irgendwo rum. Weiß gar nicht, ob wir die brauchen jetzt im Moment, aber wir gucken erstmal hier. Oh. Oh, das ist wieder unser schöner der Freund. Kehr um und geh nach Hause. Ich habe das Gefühl, dass wir das alles schon hinter uns haben. Ich hab noch das Auge. Hm. Kann ich machen. Wer kriegt Strom genug da oben? Ich kann mir gerade nicht machen, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht gemacht war. Richtig jetzt. Ich kann mehr mit den Platten. Also mal gucken. Nee, ich glaube, wir müssen jetzt mal oben längs gehen. Gut, gucken wir erstmal hier oben. Ja, brauchst mich gar nichts anzugucken. Ich weiß, was du willst. So, okay. Perfekt. Muss kurz mal rüberschweben, glaube ich. Guck mal, sind auch so Solarpanels. Gucken, ob die richtig eingestellt sind. Nee, sind die mich nicht. Okay. Stellen wir erstmal den hier ein. So. Der hier auch. Doch auch voll. Ah, guck mal da oben. Leuchtet das grün. Aber die kriegen noch nicht genug Strom, glaube ich. Also da schon. Von der Seite. Aber von der anderen Seite noch nicht, ne? Guck mal. Das leuchtet noch nicht richtig gut. Brauchen noch so ein Panel, glaube ich. Weil von der Seite ist es noch rot. Also brauchen wir noch irgendwas, was da kommt. Können wir sein Ding abmachen? Was hat der jetzt? Warte, nein, das machst du denn? Du kannst nicht einfach die verbinden. Ah, okay, kann ich doch. Gut, nehmen wir den mit darunter. Ha! Gut, war gar nicht so schwer jetzt. Oh, jetzt liege ich schon wieder. Was wollte ich denn? Wo war das Ding da hinten? Gut, schließen wir wieder an. Dann können wir doch genug Strom. So. Okay, gut. Dann geht die Tür jetzt auf. Und wir können da rein in den Zug. Cool. Dann ist, glaube ich, die Station. Ne? Done. Train's good to go. Great. It's Sasha. From here on out, I've no clue what we might encounter. Be careful. Oh Mann, ne. Okay, los geht's.
Los geht's. Mit der schönen Eisenbahn. Mit der Tram. Krass, dass man hier einfach so ein Schienenwerk aufbaut, oder? Strelka N1. What do you know about this place? It was the first of the Strelka facilities. Dr. Lysenko devoted his entire life to the N1 project. He built this base himself from the ground up. Dr. Lysenko? Dr. Andrei Lysenko. You've never heard of him? Nothing's coming back to me. Ist schon ganz cool, hier rumzufahren. Don't worry, your memory probably hasn't fully recovered just yet. Dr. Lysenko was one of the Federation's top scientists. Thorough, methodical, and persistent, almost to a fault. He obsessed over his research to the point where he always got the results he was after. So, what was he researching? It's unlikely we'll ever know. Cosmo Bureau reports speak of a devastating fire that caused the entire base to be evacuated. Lysenko and his research, however, were lost in the accident. But who knows? We may be able to dig something up, provided there's anything left. Oh, ist er gleich da? Krass. Oh, ach, eine Station. Alter, das ist schon echt abgespaced. So. Hier wird gespeichert, okay. I've reached the central hub. The main entrance has been sealed off. Must be part of the evacuation protocol ordered by Lysenko. I don't think you can unlock it from here. But if Stas found a way in, we can too. Das sieht so aus, wir da hin müssen erstmal. Weil das leuchtet. Ganz was anderes, ne? Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Und das ist auch schön schnell, der Fahrstuhl, so langsam. Alter, guck dich das mal an, wie groß das hier ist. Und ganz im Ernst. Wunderschön. So. Dann kann ich den Fahrstuhl holen. Wir machen die Tür auf. Die Eisenbahnseite. Dann mach die Tür auf. Da geht der Strom nicht. Da runter, guck mal hier. Duck dich. Ah, guck mal. Ja, okay, langsam kennt man, hat man so ein bisschen das raus im Spiel, was man machen muss und was nicht. So, krabbeln wir mal hier durch den Gang. Und gucken, wo wir landen. Ist er wahrscheinlich auch hier längs gelaufen. Stars. Oder ist eine Kamera draußen? Okay. A surveillance camera. It's scanning the room. Oh, that's not a surveillance camera. It's an automated defense turret. Be very careful not to enter its field of vision. Okay. What's it doing out here? Gut, genau. Also erstmal glaube ich, dass hier Stromkasten, den wir gleich aufmachen können. Auf der Fenster aktivieren, doch dann, okay. Machen wir auf hier. Tür aufmachen. Ist ja schon mal gut. Von da bin ich gekommen, oder? Ja, okay. Gut. Also wir müssen uns hinter diesen Kisten verstauen gleich. Was wir machen, ja. Geh runter. Und dann checken wir das Ding mal rein da. Mediendaten. Fehlerhaft. 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 Da. Ah, da ist er. Okay, was macht er? Stas was here. He couldn't get in through the main entrance, so we found another way inside. Okay. We need to switch the tracks around to go after him. But the terminal's completely fried. Alright. Well, lucky for us, these systems always have some sort of manual override for emergencies. Okay. I see the override, but the hand wheel is missing.
Okay, let's look for that first. Okay, suchen wir diesen, suchen das Rad, das wir raussetzen sollen. Das ist kaputt gemacht, der Affe, ne? Der macht uns das auch nicht leicht, der gute Mann, ne? Gut. Da sieht's aus wie eine Luke, da gehen wir rein. Huch. Und runter. Los geht's. Huch. Klaustrophobisch ist nicht gut hier. Okay, hier ist eine Toilette. Da ist wieder ein Scanner. Eingehende Nachricht. Oh, sieh mal, ich bin's wieder. Warte, nein, alle meine Teile sind freigelegt. Wie peinlich für mich. Sieh mal, wir haben uns vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Aber um ehrlich zu sein, befinden wir uns in einer sehr merkwürdigen Lage, oder? Momentan sieht es so aus, als würden wir beide von der Hilfe des anderen profitieren. Unerwartet, ich weiß. Ich sag dir was, Eindringling. Wenn du mir hilfst, meine Chassis wieder zusammenzubauen, um mich wieder hochzufahren, verspreche ich? Ich verspreche dir, dass ich dir helfen werde, das unbedeutende kleine Handrad zu finden, das du suchst. Okay. Wir brauchen so ein Ding. Am besten zwei davon, ne? Defekte Sicherung, völlig unbrauchbar, okay. Wie kann man sehen, wie man die braucht? Außer die Anleitung, wie eine Sicherung ersetzt wird. Braucht man wirklich eine Anleitung für so eine einfache Aufgabe? Ich weiß es nicht. Aber wir können nichts machen. Wir müssen dieses Ding heile machen. Also wir müssen uns hier durchschummeln. Machen wir gleich. Warte mal. Geht der Gips hier rüber eigentlich? Okay. Ah, okay, warte. Oh, oh, keine gute Idee. So machen? Ja. Jetzt kommt gut. Und rein hier. Zack. So, hier schon mal eine Sicherung. Die setzen wir hier ran. Na, warte mal. Das Auge wegpacken. So, schon mal eine Sicherung. Was steht da? Hier ist eine der Sicherungen. Die zweite ist irgendwo im Lagerraum. Aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Entschuldigung. Die Lagerraum. Lagerraum. Status des Nebeneingangs verriegelt. Manuelle Überbrückung möglich. Okay, machen wir es mit. Oh, was ist das denn hier? Oh, das ist was Neues. Okay. Ah, okay, okay. Mal kurz. Zurück. Bisschen höher, so. Ja, okay, nochmal. Noch höher. Muss er hier hin. Tatsächlich muss noch höher. Ja, okay, warte, dann gehen wir runter. So. Na, warte. So. Nee, hier nicht mehr. So. Nein. So. So. Und. So. Saft drauf. Ach Quatsch, da muss ich rein. Okay. Davon geht der Strom ab. Ich dachte, das wäre jetzt. Ne, das ist richtig. Oh. Aufpassen hier ein bisschen, ne?
So, da müssen wir rein. Wo ist die Sicherung? Ich habe Angst, dass das Ding mich hier ein bisschen abscannt trotzdem. Jetzt trotzdem mal rein, das Sicherheitsrisiko hier. Ach, und wir haben mal zu. Okay, das können wir. Den können die uns ja nicht. So, lass mal gucken. Hm. Da steht schon wieder was. Vielen Dank, ich freue mich sehr darauf anzufangen. Ich habe viel gut über Dr. Lysenko gehört. Seine Hingabe ist beeindruckend. Willkommen, Ivan. Volgravia, hier auf Schalke, wenn es... okay. Guck mal. Hier drin. Schon wurde noch aus, ne? Hier gibt es nur... Was ist das denn? Das Bacon oder was? Okay, schon mal angucken. Jetzt. Da ist eine... Bam. Zwei. Jo. Wir brauchen ja nicht, ne? So, war so nett. Danke. Du hast mich repariert, ausgezeichnet. Ich schätze, ich sollte dankbar sein. Wie kannst du nur so naiv sein, Eindringling? Da war das von mir, dass ich dir helfe, das Mutterland zu verraten? Glaubst du, ich würde dir einfach sagen, dass der Code für den Tresor 7947 lautet? Nun, denk nochmal nach. 7947. 7947. 7947, okay. Mal links. Das ist schon lustig gemacht hier, oder? Also das ist schon echt eine witzige Idee. So. 7947. Das ist natürlich die Frage, wie es aussieht. Wie ich ihn auf der Karte erkenne? Da. Okay. Der. 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 Und ein L. Sagte. Dankeschön. Beta, I have the hand wheel. Great. Now you can align those tracks. Okay, weiter geht's. Mal rüber. Ach, du, so komme ich mal wieder raus? Nein. Okay, das ist der falsche Weg. Da muss es einen anderen Weg geben. Verdammte Axt, aber welchen? Doch da durch. Hm. Da geht ja auch ein Stromkabel rein. Hab ich da in den Raum nochmal rein? Nein? Ja, wahrscheinlich. Okay. Mal hier. Ach, dann gehen wir kurz da rüber. So. Wo? Habe ich gerade eben nicht gesehen. Dumm, hätte man sich den Weg sparen können. Na gut. Okay. Hoffentlich. Die sind alle unterschiedlich. Der zieht nur den. Na, okay. Ah, okay, warte.
dumm. Also der bewegt die beiden. Warte mal kurz, konzentrieren hier, also. Der macht die beiden. Der macht den runter da, okay. Wenn den raus ist. So mal drauf. So. Also den. Hier. Okay, jetzt bin ich mal voll raus. Warte mal. Die, der geht runter. Okay, dann können wir den noch schon mal hochsetzen. Nee, können wir nicht. Denn wir müssen den. Nee. Der geht runter. Hier ganz ätzende Dinger hier. Macht mir überhaupt keinen Spaß. Echt so blöd. Okay. Nee. Die steigen jetzt nicht. Wenn ich. Warte mal, ich zieh mal. Die sind so. Wenn ich die ziehe, geht der. Jetzt sie geht der hoch, weil er zu schnell hoch. Macht mich gerade richtig wahnsinnig, macht mich richtig sauer gerade, dass ich hinkriege. Wer bin ich denn mit mir? Aber ich kann mit denen ganz runterkommen, okay, warte mal. Funktioniert nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Alter, ich verstehe es nicht. Wieso kriege ich das denn jetzt nicht auf die Reihe hier? So. Alter. Guck mal.
Also, ich muss mal kurz überlegen. Der hier sieht links und rechts. Macht mir in der Mitte aber auch ein bisschen was, aber nicht so viel. Der. Dann geht er wieder runter. Dann haben wir drei draußen. Dann schieben wir den mal rein. Das sind ja nicht so viel. Das sind ja auch nicht so viel. Okay. Haben wir doch fast. Oh, Alter. Wie lange hat das denn wieder gedauert? Das war doch jetzt mal echt mal ein Geduldsfaden, der mir gerissen wäre fast. So, hauen wir mal hier drauf. Bam. Das war echt schlecht. Gut, aber wir haben es geschafft. Darauf kommt es an. So, jetzt bin ich hier auch noch mal. Huha. Okay, jetzt haben wir das Handrad in der Hand und dann ist eigentlich auch ein Kreislauf mal los. Wir gehen hier mit dem Fahrstuhl rein und da hinten geht er mit dem Fahrstuhl hoch wahrscheinlich. Warte, kommt der Fahrstuhl weiter. Gut. Okay, sind wir wieder da rüber. Das ist ja auch dumm. Zeit verloren da. Er geht ja Gott sei Dank nicht nach Zeit, aber trotzdem sehr nervig. Ui, ui, ui. So, wieder da zurück. Krass. Beim ersten Mal war das noch ganz leicht mit diesen Dingern. Jetzt fand ich es wirklich gerade echt kompliziert. Gott sei Dank. Na komm. So. Und rein da. Okay. Ja. Und hier rein. Zack. Und nochmal. Zack. Oh. Bin ich weg jetzt? Wo war denn das mit dem Handrad? Das war doch hier irgendwie. Da muss ich noch einen durchgehen wahrscheinlich. Was kommt? Sagen, ist er irgendwo. Ich dachte jetzt gerade, ich wäre verkehrt gewesen, aber das stimmt nicht. Hier bin ich. So. Und jetzt geht's. So, dahin? Spiel wird gespeichert. Sehr gut. Got the tracks aligned. I'm headed back to the train. Perfect.
That'll take you down the branch line to the mines, which are connected to the base via an auxiliary access. Backdoor, huh? Let's see if Stars made it in that way. Wow. Ich weiß, wer mich noch trifft hier. Wie kommt das denn hier eigentlich? Mal testen? Wir testen mal. Aber eigentlich müsste ich es ja schaffen können. Ich schwebe ja, also. Guck mal, geht auch so. Okay. Krass. Das war schon ganz schön eine kleine Arbeit hier. Los geht's. Gut. Da geht's rein, ja. Da geht's auch rein. Das war gar nicht so leicht. Naja, los geht's. Tür mit zu. Viel Energie haben wir nicht mehr, nur noch 2 Punkte da. Aber das reicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird die Energie auch bevor wir da ankommen. Und dann müssen wir noch was anderes wieder machen. Mal sehen. Bin schon gespannt. Was, also wenn die Leute das alles gebaut haben, muss man sich mal vorstellen. Doppelstoppen. Durchgebrochen. Okay. Oh, no, 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 no! Don't die on me now! What's wrong? The train's losing power. The battery's been completely drained. Okay. Shit. The mining complex can't be too far off. Can you make out anything? I see a stop. Wonder if my jetpack will get me there. Okay. We should be halfway to the auxiliary entrance. With any luck, we can find a spare battery for the train. Wir gehen da hoch. Das ist der einzige Weg, den ich sehen konnte hier. Und... Oh... Halt an, halt an, halt an! Oh, Alter. Und darüber. Zack. So. I made it to the mining complex, and you'll never guess what. Locked. It looks that way. Restricted access. Someone stuck a note on the structure barricading the entrance. Okay, da kann er rein. Der Zugang zur Förderstelle ist daher ausschließlich auf Personal meiner Wahl beschränkt. Okay, es gibt wahrscheinlich einen Weg noch hier. It was Lysenko who ordered the closure of the mines. Okay. Looks as though he moved down here to oversee the entire operation himself. Why would the doctor be conducting operations in the mines? It must have been related to the evacuation. Let's get inside. Hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht hier. Aber ich glaube, hier sollte ich dann nicht links. Oh! Okay. Okay, jetzt stehe ich hier fest. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um hier einen Break zu machen. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, schönen Abend und bis dahin. Würde ich sagen, tschüss.